Hallo liebe Kaffeeliebhaber, herzlich willkommen zu einem Kaffeekurs heute im Bereich Brühkaffee. Unser heutiges Thema ist die French Press und bei der French Press gibt es 4 Punkte zu beachten. Punkt Nummer 1 ist der Mahlgrad. Der Mahlgrad sollte so sein wie grießgrobartig, also ein bisschen gröber. Punkt Nummer 2 ist die Kaffeemenge, Kaffeepulvermenge. Auf 1 Liter Wasser 55 bis 60 Gramm Kaffeepulver hernehmen. Unser heutiges Brührezept ist 15 Gramm Kaffeepulver auf 250 Milliliter Wasser. Am Ende haben wir dann noch die Wassertemperatur. Die sollte zwischen 88 und 94 Grad je nach Kaffee liegen. Und dann kommt noch die Ziehzeit. Und das werden wir heute alles durchmachen. Genau, dann starten wir schon. Unser Wasser ist heiß genug. Alles, was mit Kaffee in Berührung kommt, sollte warm sein. Dementsprechend spülen wir alles durch. So, jetzt ist es warm genug. Das gespülte Wasser könnt ihr gleich in eure trinkfertige Tasse reinfüllen. Dann wird die auch gleich warm. Die stellen wir mal auf die Seite. Jetzt tun wir auf unsere Waage die French Press drauf. Wir haben unsere 15 Gramm schon vorgemahlen. Die füllen wir jetzt hinein. Genau. Schütten alles noch gerade, sodass wir eine schöne Fläche haben. Und dann kann es auch schon losgehen. Am Anfang gießen wir das Wasser rein, sodass alles bedeckt ist. Genau. Dann rühren wir das Ganze um in unserer Blooming-Phase. Damit das CO2, das beim Rösten entsteht, gut rauskommt. Und am Ende warten wir noch 20 Sekunden, bis wir weitermachen. So, 20 Sekunden sind vorbei. Jetzt gießen wir das einfach auf bis 250. So, die 250 sind erreicht. So, jetzt beginnt die Ziehzeit. Riech mal einfach mal. Da am Anfang hast du die salzig-säurigen. Das sticht so richtig in der Nase. Nach 2 bis 3 Minuten habt ihr schön die karamell-schokoladigen Noten. Und nach 4 bis 5 lösen sich einfach nur noch die Bitterstoffe. Und dementsprechend könnt ihr dann variieren, wann ihr runterdrückt. So, gut, 3 Minuten sind rum. Jetzt riech mal nochmal. Ah, jetzt riecht schon richtig karamellig, schokoladig, so wenn wir es haben. Oben seht ihr die Kruste, das ist einfach nur bitter. Wenn ihr das nicht haben wollt im Kaffee, dann schöpft ihr es einfach raus. Aber ich will es heute mal haben, dementsprechend geht's los, tun wir es runterdrücken. Und dann in unsere schöne Tasse einfüllen. So, ihr wisst ja, die angenehme Trinktemperatur ist ja 60 Grad im Mund. Dementsprechend warten wir jetzt einfach noch 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 5 Minuten sind ungefähr um. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal um. Riechen tut er schon mega. Jetzt der Geschmackstest. Ah ja, da kommen die schokoladigen, nussigen und auch ein bisschen karamelligen Aromen richtig gut durch. Das Ganze haben wir heute mit unserem brasilianischen Kaffee gemacht. Ihr könnt natürlich frei entscheiden, welchen Kaffee ihr dafür hernimmt. Das war unser Kaffeekurs im Bereich Brühkaffee, Thema French Press. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Thank you.